Teste jetzt Amazon Prime Video 30 Tage kostenlos. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Herzlich willkommen zur Analyse fürs Rückspiel der UEFA Champions League. Am Dienstag geht's weiter. Und ja, ich werde hier wieder einzelne Spiele präsentieren und tippen. Wir haben eher drei Spiele, die wir in eine Kombi-Wette packen können. Und ein Spiel, welches wir einzeln anspielen können. Und ja, fangen wir mal an mit dem ersten Spiel RB Leipzig gegen Tottenham. Und das Hinspiel hat Leipzig 1:0 gewonnen, ist hier deswegen leicht favorisiert. Und die 1,57-Quote ist natürlich extrem niedrig, auch wenn Tottenham jetzt auch nicht so gut in Form ist. Leipzig mit einem Unentschieden gegen Wolfsburg zuletzt. Ich gehe davon aus, dass sich Leipzig für die nächste Runde qualifizieren wird. Trotzdem ist mir hier die Quote auf einen Sieg in 90 Minuten doch zu gering. Muss ich sagen, auch die qualifiziert sich Quote ist mir zu gering. Wir gehen deswegen auf asiatische Wetten, gehen aufs asiatische Handicap mit 0,0. Das ist natürlich auch sehr niedrig. Das ist eine der Wetten, die ich an eine Kombi-Wette packen würde. Aber auch ja, in eine kleinere Kombi-Wette. Und ja, das war es dann im Grunde schon zu dem Spiel. Dann gehen wir zu Valencia gegen Atalanta. Atalanta hat eine extrem gute Offensive. Zuletzt mit einem 2:7 gegen Lecce in der Serie A. Und ja, das Hinspiel ging ja auch 4:1 aus. Relativ torreich, aber aufgrund dessen, da das Spiel im Grunde schon entschieden ist, weiche ich hier jetzt von einem Ergebnistipp auch wieder ab und gehe deswegen auf die Torzahl. Auch wieder auf asiatisch. Unter 4,5 mit einer 1,300-Quote. Nächstes Spiel ist Liverpool gegen Atletico Madrid. Hier war mein Tipp vom Hinspiel, dass Liverpool sich qualifizieren wird. Seit diesem Spiel, also dieser 1:0-Niederlage gegen Madrid, sind sie noch im FA Cup ausgeschieden und haben ein Ligaspiel verloren. Aufgrund dessen hat sich die Quote für Liverpool qualifiziert, sich auf 2,05 gesteigert. Interessant ist hier, dass der Ergebnistipp für Liverpool bei 1,57 nur ist. Aber die qualifiziert sich Quote auf 2,05 gestiegen ist. Würde ich definitiv einzeln anspielen, diesen Tipp. Ich glaube, Liverpool wird sich definitiv wieder fangen für dieses Spiel und sehe hier sie auch weiterhin als klaren Favoriten für dieses Spiel und für die nächste Runde. So, nächstes Spiel ist PSG gegen Dortmund. Da ging das Hinspiel 2:1 aus. PSG hat sein Auswärtstor gemacht. Es wird extrem interessant werden, wie PSG jetzt daheim sich gegen Dortmund präsentieren wird. Das Hinspiel war ja nicht sehr überzeugend. Ich bin gespannt, weil im Grunde geht es für PSG ja nur um die Champions League. In der Liga sind sie schon Meister. Und ja, Dortmund mit einem 2:1 in Gladbach. Ich sehe sie definitiv nicht chancenlos. Ja, wer etwas risikoreicher spielen möchte, kann auf qualifiziert sich Dortmund gehen. Und wie mein Tipp ist eher wieder auf die Tore und zwar auf das unter 4,5, 1,375 Quote. So, das waren schon die vier Spiele. Und wie gesagt, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Wir sehen uns die Woche noch zur Bundesliga-Analyse und zur zweiten Bundesliga-Analyse. Gerade die erste Bundesliga-Analyse lief sehr gut dieses Wochenende. Und ja, haut rein, viel Spaß und viel Glück.